Hallo meine Lieben, herzlich willkommen heute am Sonntag, am Tag des Neumondes im Zeichen der Waage. Ich möchte euch gerne ein Video der ganz besonderen Art heute ankündigen. Vielleicht hast du mein Reading am Freitag ja gesehen zu den Neumondenergien. Und da ging es ja darum, dass wir mit Hilfe dieses Waage-Neumondes in unser Königinnen- oder Königsbewusstsein gelangen können, um sozusagen aus diesem Bewusstsein heraus eine Bestandsaufnahme unseres Lebens zu machen, vor allem was unsere zwischenmenschlichen Beziehungen betrifft. Und ich habe mir heute Folgendes überlegt. Ich habe mal aus dem Rider-Waite-Tarot die vier Königinnen und die vier Könige herausgesucht und wir werden uns jetzt im folgenden Video mal anschauen, welchen Einfluss dieser Waage-Neumond auf unser Königsbewusstsein hat. Das heißt, wie können wir diese Energie nutzen, um noch mehr in unsere wahre Größe hineinzuwachsen. Und zwar habe ich mich speziell mit dem weiblichen, aber auch mit dem männlichen Kollektiv befasst, denn wir haben mittlerweile, und da bin ich sehr, sehr glücklich darüber, so viele männliche Zuschauer, dass ich es nicht auf die Königinnen beschränken wollte, auch wenn am Freitag die Königin der Stäbe gefallen ist. Aber ich habe das Gefühl, wir dürfen auch mal die verschiedenen Energien der Könige aus dem Tarot für das männliche Kollektiv beleuchten. Und ich möchte euch gerne dann dazu noch jeweils Orakelkarten präsentieren. Ich habe zwei Karten aus den Weisheitskarten deiner Seele und zwei Karten noch aus dem Schutzengel-Orakel für das weibliche und das männliche Kollektiv separat herausgemischt und speziell die Frage gestellt, welche Aufgabe hat die Seele jetzt eigentlich hier im weiblichen und männlichen Kollektiv? Wie können wir diese Neumondenergie auch dazu nutzen, diese Aufgabe anzugehen? Und wir holen uns jeweils für die kommende Zeit einen Schutzengel an die Seite. Also es wird vor allem darum gehen, ja, wie kommen wir in ein Bewusstsein, sodass wir Entscheidungen im Sinne unseres höchsten Wohles treffen? Ja, es ging ja in dem Reading so ein bisschen darum, dass wir wirklich auch nochmal vor allem einen Blick auf unsere Beziehungen werfen und sagen, wo darf ich mein Herz öffnen, wohin zieht es mich, was möchte meine Seele mir in dieser Beziehung mitteilen und wo geht es für mich aber auch darum, jetzt wirklich den Schritt zurück anzutreten, weil du vielleicht merkst, dass du hier schon eine ganze Zeit lang gegen Windmühlen kämpfst. Ja, wenn du das Reading vom Freitag nicht gesehen hast, rate ich dir sehr, bevor du dir das vielleicht anschauen möchtest, das Reading am Freitag vorher anzuschauen. Denn ja, dann verstehst du vieles besser, was ich hier im Video sagen werde. Ja, meine Lieben, ich danke euch von Herzen. Wenn ihr Lust habt, das Video anzuschauen, findet ihr den Link entweder zu unserer Website oder zu Vimeo hier in der Infobox unter diesem Reading. Und ich freue mich gleich auf euch. Die Uli. Tschüss.